Herzlich willkommen, Freunde, hier bei Pokémon Online. Kyoko, der Teamcoach, hat uns ein Dugelass, ein Gewaltrum, ein Nattara, ein Omord, ein Papunga und ein Volona für einen Doppelkampf zur Verfügung gestellt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe echt ein Problem. Nein, nicht ganz, aber die Sache ist die, wir haben hier wieder mal sehr wenig Kombinationsmöglichkeiten. Klar, kann ich mit Volona Papunga kombinieren, um halt den Speed-Vorteil letzten Endes irgendwo zu kassieren. Ich sehe jetzt hier gerade mal nur ein Pokémon, wo das eventuell vonnöten wäre. Sonst, ja, Gewaltro könnte ich auch mit Papunga kombinieren. Da haben wir halt die Mega-Eisschwächen-Front. Ich bin am Überlegen. Ich will es versuchen. Volona will ich auf jeden Fall mitnehmen, weil ein bisschen was zum Draufhauen brauchen wir auf jeden Fall. Vielleicht schaffen wir es mit Gewaltro einen Boost aufzubauen. Danach einfach zuschlagen zu können. Und Papunga wird uns dann versuchen zu assistieren, indem er den Gegner vielleicht oder den gefährlichsten Gegner von beiden in den Schlaf versetzt. Milotic und Nattara. Das heißt Status-Action. Milotic. Also. Schwert. Warte. Mega. Schwertanz. Ja. Wenn Milotic natürlich jetzt einen Ice-Move hat, haben wir ein größeres Problem. Ich möchte aber lieber Nattara ausschalten, weil Nattara hat die schlimmeren Status-Moves als Milotic. Man darf es nicht außer Acht lassen. Milotic hat natürlich auch seine Status-Moves, aber Nattara hat schlimmere in seinem Set drin. Die mir jetzt mehr auf den Sack gehen könnten. Zum Beispiel. Obwohl, warte mal. Autsch. Das ist auf mein Gewaltro. Oh Gott. Ich hätte auf Milotic ziehen sollen, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es mit Eisstrahl hier überzeugen möchte. Na gut. Gut, dann nehmen wir halt Dual Class. So, Dual Class macht einmal den Schwertanz. So, und Papunga. So böse wie du jetzt bist, machst du gerade mal Schlauchbude auf das nächste. Klar, aktivieren wir jetzt zwar die Fähigkeit von Milotic, der Notschutz. Den Notschutz. So. Papungas Arbeit wäre damit eigentlich getan, so in Anführungszeichen eigentlich. So. Ich könnte jetzt noch einen Reflektor aufbauen. Oder mit der Kehrtwende einfach raus. Ich gehe lieber mit der Kehrtwende raus, weil der Reflektor nutzt uns jetzt in dem Zug gegen die beiden erstmal nichts. So. Er hat einen Beulenhelm. Ja, damit habe ich irgendwie schon gerechnet. Dass so etwas im Set ist. Gut, Volona. Dürre. Okay, wir haben jetzt beide Gegner im Schlafzustand. Milotic schläft tief und fest. Das ist schon mal sehr schön. Nattara schläft auch. Und Dulkless. Los geht's. Nattara ist down. Ja, dieser Beulenhelm. Das Blöde ist halt, ich muss einen von beiden behalten. Einer von beiden muss ich auf jeden Fall behalten, wenn Milotic noch im Spiel bleibt. Ja, du müsstest dich um ihn kümmern. Du hast leider keinerlei Moves, die jetzt hier gegen es effektiv sind.
könnte mit Psychoschock die schwächere Verteidigung von Volona angreifen. Volona sage ich schon, Milotic. Oder ich könnte für einen Solarstrahl gehen, aber dadurch die schwächere, stärkere Verteidigung angreifen, aber mit doppeltem Schaden. Ich versuche es mit dem Solarstrahl. Naja. Ob das... Oh, okay. Wir brauchen zwei Züge und drei Züge. Um es zu besiegen. Finsteraura. Halt durch. Shit. Wir haben jetzt ein lustiges Problem. Ein sehr lustiges. Und zwar sind wir ja ein bisschen eingeschränkt jetzt mit unseren Moves. Ein bisschen sehr. Schlafpuder. Hier drauf. Solarstrahl. Da. Wir setzen auf Solarstrahl. Ja, aber wir haben nicht gerade mehr die Möglichkeit, die Attacken zu switchen. Für den Doppelkampf halt ein bisschen unpraktisch. Unbrauchbar. Ich weiß. Und es wehrt die Attacke leider ab. Wenn ein paar Bunker jetzt raus ist, dann haben wir gar kein Pokémon, was hier kämpfen kann. Und er wird auf Papunga gehen, weil Papunga ist das, was ihn am meisten stören wird. Milotic. Jo, alles auf Papunga. Mein Name ist Papunga-Leinchen. Jo. Der fehlende Schlaf jetzt hat auf jeden Fall zumindest die Entscheidung in diesem Match, was wir jetzt derzeit auf dem Feld sehen. Ich spreche jetzt nur von dem, was wir auf dem Feld sehen. Schon getroffen. Hätten wir jetzt das... Oh mein Gott, wie heißt es? Hydragil? Warte mal. Ne, Trikefalo, Entschuldigung. Entschuldigung. In den Schlaf bekommen, hätten wir es mit Solarstrahl penetrieren können. Ohne Risiken einzugehen. Milotic wäre so oder so down. So, da kommt die erneute Finsteraura. Dann hätten wir das jetzt penetrieren können und ja, eventuell sogar rausgehauen. Aber da kommt sowieso das Pokémon, was so stark ist, wie sein Name halt sagt. Leider kann ich das hier nicht machen. Das würde ich jetzt direkt auf Kangama gehen. Es wäre das Klügste, jetzt Kangama eigentlich anzugreifen, aber das Match ist gelaufen. Ich würde aber gerne nochmal wissen, wie viel Schaden wir auf das Trikefalo gemacht hätten. Deswegen mache ich jetzt einfach mal den Solarstrahl auf Trikefalo. Es wäre nämlich echt interessant gewesen, wie viele Züge wir gebraucht hätten, um dieses Trikefalo zum Fall zu bringen. Das wären zu viele Züge. Okay, selbst wenn wir es hätten in den Schlaf bekommen, also selbst wenn wir es in den Schlaf bekommen hätten, hätten wir zu lange gebraucht, um es selbst zu besiegen. Aber trotzdem, interessant. Schade nur, dass halt bei Dual Class so früh gefallen ist, sonst hätten wir schnell noch einen Wechsel machen können, um dann unseren offensiven Move zu ändern. War aber in dem Punkt halt nicht möglich. Was halt auch bei dieser Teamaufstellung für einen, beziehungsweise diesen Pokémon, die halt nicht unbedingt die Doppelkampfsets haben, sich schwer gestalten lassen oder schwer gestalten lässt. Die Frage ist halt, kann man hier wirklich ein gutes Doppelkampfset generieren? Ich denke schon. Ich denke schon. Weil zum Beispiel wir, wenn wir jetzt mal uns drüber nachdenken, wir hätten ein Diktri. Wir hätten... Na, ein Diktri lässt sich halt gut kombinieren mit... Ich will jetzt nichts... zum Beispiel, wir könnten Diktri zum Beispiel sehr gut mit Tobots kombinieren. Beispielsweise Diktri auch mit Papunga zur Not
Diktri. Ja, ich mache jetzt erstmal Diktri. Mit Latias. Das heißt also, wir zwingen den Gegner direkt, wenn er reinkommt, in eine defensive Haltung. Dass er nicht wechseln kann. Ja, es gibt da vielerlei Möglichkeiten. Auch mit Altaria. Altaria halt nicht in, erstmal nicht in den Mega schicken, sondern erstmal Diktri kämpfen lassen, Altaria im Boost und danach, ja, Geschosse ergreifen. Gut, damit würde ich sagen, war es das schon mal von mir. Ich bin immer gespannt auf Doppelkämpfe, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil mich das letzten Endes etwas mehr reizt als die Einzelkämpfe, aufgrund dessen, dass die Teams eigentlich ja für den Einzelkampf, oder die Pokémon sind eigentlich für den Einzelkampf ausgelegt. Bin dann halt so ein bisschen, ja, das regt mich halt so ein bisschen an, so zu überlegen, okay, was kannst du daraus machen? Beim Einzelkampf weißt du, okay, das ist das, das und das Set. Das und das Ziel hat dieses Set. Und so musst du es halt auch einsetzen. Wenn ich jetzt aber einen Doppelkampf habe, muss ich überlegen, das und das Set habe ich zugleich. Was kann ich daraus gewinnen? Wie harmonieren diese Sets? Und, klar, man muss, wenn man auf Doppelkämpfe geht, eigentlich sollte man, man muss es nicht, man sollte seine Pokémon etwas anpassen für Doppelkämpfe. So wie ich es am Anfang mal gerne gemacht habe. Ich habe am Anfang ja die Kombination Zapdos und Diktri sehr, sehr gerne gespielt. Einfach aus dem Grund heraus, wenn der Gegner den Fehler macht und ein Elektro-Pokémon zur Öffnung reinschickt, Diktri hält das fest. Ja, hat der Gegner ein Wasser-Pokémon zur Öffnung reingeschickt. Diktri hält es fest, Zapdos besiegt es. Ja. Oder jetzt kann man ja beispielsweise auch Voltolos sagen, ja. Aber ich sag's dir, der Partner deckt quasi die Schwäche des anderen ab und Diktri hält diesen Gegner fest. Okay, wenn er Schwebe- oder Flug-Pokémon ist, gut, dann kommt er raus. Aber ich glaube, das ist wirklich das Einzige. Ja, okay, beide können halt Flug-Pokémon sehr, sehr gut finishen. Also, egal ob Voltolos oder Zapdos, genauso wie Diktri können das ordentlich machen. Vor allem, Diktri braucht ja 2 Hits, um besiegt zu werden. Hat 2 Flächen-Moves, also sowas wie Erdbeben oder Steinhagel. Und bei Zapdos ist halt der Vorteil, ich weiß jetzt nicht, ob Voltolos Ladungsstoß lernen kann. Aber das Ladungsstoß halt mit Diktri kombiniert ist halt ein sehr schöner Move für Doppelkämpfe. Ich mache jetzt einfach mal, guck mal nach nebenbei, weil ich jetzt doch mal gerne wissen will. Falls ich wieder mal ein Doppelkampf-Set mache, weil ich bin da doch mal neugierig. Ob das im Set Ladungsstoß hat oder nicht, also in seinem Attackenpool. Kann den von Voltolos halt nicht auswendig. Nein, er kann keinen Ladungsstoß. Das heißt also, für meine Kombination ist Voltolos da ein bisschen ungeeignet. Zumindest das, was ich mit dem benutzen wollen würde. Ich guck mal gerade nach. Wer kann eigentlich alles Ladungsstoß lernen? Ja klar, Zapdos. Pikachu, Magneton, Elektroball, Elektek. Gibt es noch irgendwen Interessantes? Zapdarang könnte man noch mit Diktri kombinieren. Dank seiner Schwebefähigkeit. Ladungsstoß. Und der Möglichkeit, dass Zapdarang erstens keine Schwächen aufweist. In erster Linie. Dazu noch sowas wie ein Flammenwurf im Set ist. Strauchler ist auch im Set. Das ist alles so schön. Zapdarang hat für die Kombination eigentlich schon ganz gute Sachen. Also er hat damit zumindest, er kann Vorzüge genießen. Okay, Zapdos hat halt noch den Vorteil, dass es Hitzewelle einsetzen darf. Deswegen kommt da doch noch mal ein bisschen
nochmal eine Flächenattacke hinzu. Also man kann mit Zapdos echt gut Flächenattacken spammen, mit Diktre auch. Und das macht halt so, macht so ein schönes, ja, mir fehlen gerade die Worte. Na gut, Freunde, ich würde sagen, ich habe genug geplappert. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Pokémon Online. Also, bis dahin.